Mobilwetter TV wird Ihnen präsentiert von Autohaus Büsken. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Mobilwetter TV. Ja, wir sind hier in unserem Schwelmer Reisemobil Center, in unserem Showroom, und wir stehen vor dem Flaggschiff unserer italienischen Designmarke Mobilwetter. Hier, der Herr Schneider ist übrigens an der Kamera heute. Ha, guten Morgen. Genau. Und hier haben wir sie. Herr Schneider, wir gehen jetzt, würde ich sagen, einmal ums Fahrzeug herum und bringen den Leuten einfach mal so diese Philosophie von Mobilwetter so ein bisschen näher. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen schon auf den ersten Blick hier das wunderschön dynamische Design unserer K-Yacht. Und der Name K-Yacht ist also auch sozusagen Programm bei Mobilwetter, weil Mobilwetter in den früheren Jahren, ich sage 70er Jahre circa, sehr viel im Yachtbau tätig war und Innendesign bei Luxusjachten gemacht hat. Und dieses Design wird also jetzt, diese Designphilosophie hat dann Mobilwetter jetzt auch übernommen in die Reisemobile, und Sie werden gleich sozusagen in die Nautik der Straße eintauchen. Lassen Sie sich einfach mal überraschen. Ja, also ich bin immer wieder begeistert, weil Mobilwetter puro Italien Design, pures italienisches Design, findet sich schon hier in der gesamten Frontpartie unseres voll integrierten wieder. Voll integrierte Reisemobile sind ja sozusagen die Königsklasse der Reisemobile, und Mobilwetter setzt ganz besondere Akzente. Sehr schöne dynamische Linienführung, hier das Traditionsemblem von Mobilwetter und auch im Außendesign immer die Farben Weiß für Yacht, Grau und Schwarz für Design. Wir gehen mal hier rum und schauen uns die seitliche Linienführung an. Die K-Yacht wird also grundsätzlich immer auf einem Alco-Chassis produziert. Ein Alco-Chassis ist also auch eine Weiterentwicklung der Fiat-Chassis-Varianten. Das Chassis ist etwas tiefer von der Anordnung und wir haben eine besondere Drehstabfeder für die Hinterachse. Das lässt dann zu, dass die Fahrzeuge mit doppeltem Boden konstruiert werden, zusätzlichen Stauraum dadurch haben und natürlich auch bessere Isolierung. Ja, im unteren Bereich sehen wir die seitliche Flanke, die eben mit diesen besonderen Applikationen gearbeitet ist. Da gehen wir dann gleich noch weiter drauf ein. Und eben dann hier nach hinten dynamisch ansteigend, vermittelt so ein bisschen den Eindruck, dass das Fahrzeug schon so ein bisschen in Bewegung ist, obwohl es steht. Und dann kommen wir hier zum Namen des Fahrzeugs, K-Yacht 86. Die Bezeichnung 86 sagt also aus, dass das Fahrzeug hinten mit zwei Einzelbetten konstruiert ist, die in Längsrichtung eingebaut worden sind. Es gibt dieses Fahrzeug auch mit einem Queensbett. Es gibt verschiedene Varianten. Am Ende des Videos oder zwischendurch, da gucken wir mal, blende ich dann auch noch mal so ein paar Fotos von den anderen Versionen ein. Ja, gehen wir mal hier weiter rum. Also der Wagen hat im Grunde genommen drei Schokoladenseiten. Die Frontpartie, die Seite und die Heckpartie. Rundum gelungen. Und hier sehen wir also auch die fantastische Designführung wieder unserer Mobilwetter K-Yacht. Hier auch mit den integrierten Designrückleuchten in LED-Technik und oben mit vollem Stolz den Mobilwetter-Schriftzug. Herr Schneider, was sagen Sie denn? Wie gefällt Ihnen das auch? Ja, ich bin ganz stumm vor Begeisterung. Nee, nee. Ja. Nee, wirklich, weil ich kriege ja doch hier kaum drauf. Das ist, die Schönheit. Ja, die Schönheit und auch die Größe, das werden wir gleich drin sehen, was wir da an Komfort geboten bekommen. Ich erahne es schon. Upsa. Ja, wir sind übrigens, das ist vielleicht auch mal interessant für die eine oder andere Person, also wir sind knapp bei 7,50 Meter hier bei dem Fahrzeug, also immer noch ein recht kompaktes Maß für ein voll integriertes Reisemobil. Ja. Ja, aber jetzt wollen wir die Leute nicht weiter auf die Folter spannen, würde ich sagen, Herr Schneider, jetzt gehen wir doch mal
ins Fahrzeug rein und oder sollen wir erstmal draußen uns die ganzen Klappen machen? Ich würde hier schon mit der Riesenklappe beginnen. Die ist schon mächtig. Genau. Also, was wir beim Mobile Wetter haben, wir haben also nicht nur ein tolles Design im Nautic-Stil, im Design-Yacht-Stil, sondern wir haben auch unendlich viel Serienausstattung. Und wir schauen einfach mal hier in unsere Großraumgarage rein. Schauen Sie mal hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das sind also sozusagen unendliche Weiten, die wir Ihnen hier zur Verfügung stellen. Und ich gehe jetzt gleich auch mal auf die andere Seite, um Ihnen zu zeigen, wie der Zugang ist. Denn oftmals ist es bei Reisemobilherstellern so, dass auf der einen Seite eine große Stauraum-Garagentür ist und auf der anderen keine oder eine kleine. Und bei Mobile Wetter sind die eben in beiden Bereichen, auf beiden Seiten gleich groß. Und der Herr Schneider, der hat so ein Maßband in der Tasche, der reicht mir gerade mal rüber. Vielen Dank, Herr Schneider. Und dann gucken wir mal hier uns die Breite unserer Durchgangstüre an. Wir sind also hier, würde ich jetzt mal sagen, bei ehrlichen 84,5 cm. Würde ich sagen, die sind ganz ehrlich. Ja, ich gucke durch die Kamera und sehe die Spitze des Fingers. Ja, 84,5 und dann die Höhe. Das ist ja immer wichtig, weil kommt ja darauf an, was man mit reinpacken möchte. Da sind wir also bei ehrlichen 1,95 Meter. Das ist also schon ziemlich groß. Die andere Türe hat das gleiche Durchgangsmaß. Die Garage selber hat eine Länge. Da reicht das Maßband nicht. Was? Da reicht das Maßband nicht. Doch. Doch, das ist selbstverständlich, weil ich weiß. Wir haben nämlich extra Maßband über 2 Meter, ja, hier. So, die Garage, Herr Schneider, vielleicht einmal hier. Ja. 2 Meter, also die Türe schlägt ja hier so gegen. Hier, ne? Also ich würde jetzt mal sagen, wir messen bis hier 2,16 Meter in der Länge. Meine Aussage. Ja, und in der Breite. Da passe ich rein in der Länge. Und mit komfortabel, da könnte ich hin. Ja, da kommen die Schnarcher rein. Die Schnarcher mit Bettzeug, immer wunderbar. Oder genau, wenn sie dann sagen, komm, jetzt gehst du aber in meine Garage. Genau. Früher musste ich immer zu Hause, muss ich immer ins andere Zimmer. Wenn es laut wird, ja, jetzt gehst du in die Garage. Die Luftmatratze blasse, die Hauptmann, du schläfst in der Garage. Ne? Weltklasse. Und zum Frühstück wirst du auch nicht raus. Wir klopfen nicht raus. Ja. Also warte mal, Breite. Ja. Breite. 1,03 Meter. Hammer, oder? Ja, also ist schon sehr schön. Also wenn du mir sagst, dass meine Matratze 2 Meter mal 1 Meter ist, dann ist das ja zu Hause, das ist ja wie zu Hause. Ja, das ist wie zu Hause. Ja. Genau. Also jetzt Blödsinn, jetzt Matratze mal weglassen, hier, da kommen Räder rein und warten ja. Genau. Dafür das haben wir nämlich auch, ich darf mal gerade einmal. Hier so optionale Verzurösen, die wir Ihnen gerne montieren im oberen Bereich. Das ist also eine der Optionen, die bei uns im Prinzip... Ja. Gerne bei jedem Fahrzeug mitbestellt werden. Ansonsten haben Sie hier im unteren Bereich die Anker, um auch fest zu befestigen. Wir gucken uns jetzt gleich den Laderaum noch mal ein bisschen intensiver an, aber ich wollte noch mal kurz auf das zurückkommen, was der Herr Schneider gerade gesagt hat, nämlich Fahrräder. Die sind nämlich hier super drin geschützt und gerade gibt es ja viele Kunden, die auch teure oder hochwertige E-Bikes oder so haben, die sind natürlich hier wunderbar untergebracht. Ansonsten gibt es noch weitere ganz tolle Nachrichten und da bitte ich den Herrn Schneider mal ein bisschen näher zu kommen noch. Nämlich, wir haben jetzt hier neben der Beleuchtung, ne, LED-Beleuchtung hier im Innenraum, auch hier noch einen Anschluss für eine Dusche. Die ist also auch jetzt hier mit dabei. Und hier ist ein schöner Stauraum noch hier unten. Die Dusche drin. Genau, für kleine Utensilien. Und die kann man dann ganz einfach hier anschließen. Hoppala. Anschließen. Und dann haben Sie hier die Möglichkeit, sich eben abzuduschen und entweder warm oder kalt. Das ist nämlich auch sehr schön, dass das auch funktioniert. Ne? Wenn Sie jetzt zum Beispiel mal Ihre Schuhe sauber machen wollen oder noch ein Haustier haben, einen Hund, der vom Spaziergang ein bisschen dreckig ist, ja, oder vielleicht das Fahrrad, weil super, echt, ne, kann man wunderschön mal eben sauber machen. So, packen wir
wir das mal wieder hier rein. Machen wir das mal eben zu. So, zack. Jetzt muss ich aber mal eben, Herr Schneider, wo hatten Sie den Lappen hingetan? Boah. Na, ich gucke mal, ja, hier ist noch einer. Sie können ja noch mal da okay, rein. Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, ich war ordentlich und habe ziemlich weit weggelegt, damit wir keinen Lappen am Bild haben. Genau. So. Ist wirklich groß. Aber das sieht man ja auch, ne, wenn ich hier... So, einmal wegwischen hier, zack. Ja. War ich eben ein bisschen übermotiviert, hab direkt dran gezogen, muss mal ein Momentchen warten, ne, dann passiert das auch nicht. Also ich sag mal, das ist jetzt nicht so, dass das immer zwangsläufig da nass wird und Sie den Lappen unbedingt brauchen. So, erledigt, alles wieder trocken. Ich gehe jetzt mal hier rein und zeige Ihnen mal was. Der Herr Schneider kann vielleicht noch mal kurz diesen Stauraum hier unten reinfüllen. So. Der eben auch schön großzügig ist. Hier kann man prima Kleinutensilien drin unterbringen. Hier kommt man auch im Zweifelsfall mal an die ein oder andere Verkabelung gut dran. Und, aber es gibt ja immer mal so Sachen, die sollen eben nicht so einfach im Fahrzeug rumfliegen, sondern ein bisschen geordnet untergebracht sein. Das kann man dann hier schön machen. Hier an der Stelle ist die Steckdose. Weil Sie haben ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder könnten Sie ja an der Stelle ein E-Bike laden oder zwei, wenn Sie noch eine Doppelsteckdose haben. Voraussetzung dafür ist natürlich eine Außenzustromung von 230 Volt. Und ja, oder eine Kühlbox zum Beispiel können Sie hier anschließen. Ganz schön. Die Garage ist übrigens auch beheizt. Also für den Fall, dass Sie hier mal Wintercamping machen wollen, ist es also auch sichergestellt, dass wir hier keine Frostentwicklung drin haben. Auch ganz wichtig. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal auf die andere Seite. Was lachst du? Ich muss gerade lachen, da muss ich ja nicht frieren, wenn ich rausgeschmissen bin. Ja, genau. So, ich will mal gerade gucken, ob ich hier so rauskomme. Nein. Nee. Ich gehe mal eben rum. Ja. Und... Mach mal von der anderen Seite auf. Zack. So, da bin ich schon. Aber überleg mal, wenn ich das mal so sagen darf, was wir schon Freude dran haben hier an diesem alleinigen, wir haben gerade erst angefangen. Ja. Wir sind jetzt schon 10 Minuten über den Schauer. Ja, genau, unglaublich. Ich lag schon drin. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, machen Sie die Flasche Wein auf. Ne? Wir sind noch am Anfang. Ne? Am besten ein Rotwein, der kann noch atmen, bis die Flasche dann leer ist, anderthalb Stunden. Das schaffen wir. Herr Schneider, vielleicht einmal noch mal hier rüber. Ja. So können Sie zoomen, glaube ich. Oder ich übernehme mal die Kamera, oder geht das? Ah, das ist eine bewegliche. Hier sieht man also auch schon wieder die Doppelbodenkonstruktion des Fahrzeugs. Und hier im mittleren Bereich, da sehen wir also auch den entsprechenden Frischwassertank. Und ja, also sehr schön gemacht, alles sehr gut zugänglich. Übrigens, vielleicht hier nochmal ein kleiner Hinweis. Wir haben ja auch eine Webseite, die Webseite mobilwetter-reisemobile.com ist ganz wichtig, also mobilwetter-reisemobile.com. Da gibt es auch einen Konfigurator, da können Sie sich das Fahrzeug ganz individuell auch konfigurieren. Da sind auch ganz viele technische Hinweise, Abmessungshinweise, Größenhinweise und Serienausstattungshinweise nochmal aufgeführt. Lohnt sich wirklich, einfach mal drauf zu klicken und wenn Sie Spaß an dem Auto haben, zu konfigurieren. Das also nur schon mal vorab, bevor ich das gleich vergesse, weil das ist natürlich ganz wichtig. So, hier oben haben wir noch einen Stauraum. Und ich mache jetzt eins. Ich übernehme jetzt mal gerade die Kamera von dem Herrn Schneider hier. So, gucken Sie mal. So. Da ist er, jetzt haben Sie ihn auch mal. Der ist der Jung. Genau, der liegt schon in seinem, neuen Zuhause hier sozusagen. Nee, komm, jetzt noch falsch rein. Ja, nee, nicht, weil ich Fahrradfahrer bin. Ja. So, hier ist die Heizung. Wir haben also jetzt hier in dem Fall eine Gasheizung drin. Sie können aber auch eine Dieselheizung haben, optional. Hier, das, was Sie hier sehen, das ist das Froststoppventil beziehungsweise Frostsicherheitsventil. Wenn die Temperatur im Winter mal unter 3 Grad geht, dann öffnet dieses Ventil, dann springt praktisch hier dieser Nuppel raus und dann läuft dann der Boiler leer. Der Boiler, der hat also 10 Liter Warmwasserboiler. Und da ist es also so, dass Sie das Wasser zwischen 50 und 70 Grad aufheizen können.
Hier haben wir dann noch einen Stauraum. Also es gibt genug Möglichkeiten, individuell sich hier in unserem tollen Mobilwetter in der Kajacht 86 zu organisieren. Und es ist also auch so, darf ich Ihnen sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass also die anderen Fahrzeuge von Mobilwetter, die anderen Grundrisse im Garagenbereich ähnlich konstruiert sind, sodass Sie jetzt hier einen sehr, sehr objektiven Eindruck über die gesamte Kajacht-Modellreihe haben. So, ich gebe mal die Kamera wieder weiter an den Herrn Schneider, da ist er nochmal. Ist er wieder. So. Auf Acht geben. Genau. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, damit wir auch sehen wegen der Heizung. Ja. So. Genau, ich habe mal hier die Garagentür zugemacht. Die ist genauso groß wie die andere Seite, hatten wir schon mal drüber. Jawohl. Ja, hier genau ist also der Schornstein. Und wenn wir jetzt eine Dieselheizung hätten, sähe der ein bisschen anders aus. Dieselheizung geht ja auch, der ist dann rechteckig. Und hier an der Stelle wird dann der Frischwassertank befüllt, abschließbar und, upsala. Und hier an der Stelle haben wir dann auch die Toilettenentnahmestation. Wir haben also hier jetzt die Tapwort-Toilette mit dem schönen Tank. Der ist also vom Volumen her, glaube ich, ausreichend. Da können Sie zwei Tage ordentlich und haben dann auch die dekorative Möglichkeit, damit ganz elegant zur Entsorgungsstation zu gehen und zu sagen, so, jetzt bringen wir auch das weg. Haben Sie auch so einen schönen? Wir haben auch so einen schönen. Und der wird nicht geschlichen dann oder auch dann hier so schön trapierend dann auch, ohne alles, ne? Ist so, ne? Ja, nein, das ist ja auf dem Campingplatz so, ich meine... Wie mit dem Trolley beim Flughafen. Ja, genau. Ja. Jeder hat ja so seins, ne? Und muss es auch wegbringen. Ja. So. Ja, das ist vom Volumen her schön. Badezimmer schauen wir uns gleich auch nochmal gemeinsam an. Und ja, das ist ja auch ein Highlight. Ja, Zustromung haben wir hier, 230 Volt, wie gesagt, die meisten Aggregate im Fahrzeug, also der Wagen ist ja komplett auf 12 Volt oder Gas ausgelegt, sodass Sie mit dem Fahrzeug im Grunde genommen ohne 230 Volt zurechtkommen. Das ist natürlich zeitlich begrenzt wegen der Innenausbaubatterie. Da empfehlen wir natürlich eine Lithiumbatterie oder man kann natürlich auch AGM nehmen, aber Lithium hat ja bekanntermaßen eine längere Lebensdauer und auch Nutzungsdauer. So, schauen wir hier mal rein. Der Schneider hat schon mal hier so ein bisschen aufgemacht. Genau. Man kann diese Klappe hier öffnen. Vielleicht auch mal ganz interessant nochmal hier oben, Herr Schneider. Ja, ich bin gerade hier. Du bist unten. Sie sind unten. Ja, ich wollte mal eben. Also wir haben jetzt hier den, die Garage für die Gasflasche sozusagen. Das Volumen reicht für 2 11-Kilo-Flaschen. Wir haben jetzt hier bei diesem Fahrzeug eine Duo-Kontrollanlage noch mitbestellt. Das heißt mit Crash-Sensor und Gasfilter. Der Vorteil ist eben der, dass Sie, wenn eine Gasflasche leer ist, nicht umschalten müssen auf die andere. Das funktioniert dann automatisch. Und was auch noch ein besonderes Highlight ist, ist eben der Crash-Sensor. Das heißt, Sie müssen auch während der Fahrt die Gasflasche gar nicht schließen. Da ist eben eine intelligente Steuerung, die dann im Fall der Fälle die Gasflaschen von der Gasversorgungsleitung fürs Fahrzeug praktisch abkoppelt, sodass nichts passieren kann. Da ist eben höchstes Komfortniveau, dass Sie also überhaupt gar nicht da großartig dran müssen, außer wenn dann beide Flaschen leer sind. Flasche leer. Flasche leer. Ne? Weil Sie heizen ja damit und brauchen ja auch das Gas für die Kochstelle und den Kühlschrank. So, 30 Millibar ist der Gasdruck, ne? Und ja, das ist ja eigentlich auch schon eine schöne Sache. Wenn die Türen sind, wenn ich das mal eben einmal sagen darf, die Türen sind sehr leicht. Ja, das ist also hier jetzt eine Kombination aus GFK. Das ist ja auch, da können wir auch nochmal aufmachen. Moment, so. Und uns die Materialstärke auch nochmal anschauen, hier seitlich vielleicht mal von hier filmen. Da haben wir also die Materialstärke der Türe und dann als Gewichtsoptimierung dann hier oben diese Blendleiste eben in Aluminium. Das eben besonders langlebig, kann ja auch keine Korrosion ansetzen, weil eben Aluminium ja... Wird mal was investiert. Ja, genau. Also ist die
Qualität der Substanz ist eben ja auch entscheidend, ja. Und da sind wir ja hier bei Bobble Better schon im Premium-Bereich und da wird also an keinem Ende gespart. Wo wir gerade bei Qualität sind, darf ich einmal kurz, ich glaube, es ist zwar normal, aber ich möchte trotzdem einmal darauf hinweisen, auf die Seitzrahmenfenster. Ja, bitte, dann übernehme ich jetzt mal die Kamera. Nee, so weit wollte ich nicht gehen, aber die Seitzrahmenfenster sind schon mal immer zu erwähnen. Im Premium sollten sie eigentlich immer sowieso dabei sein. Ich denke mir mal, es wird auch so sein. Ich kenne jetzt noch nicht alle Anbieter, die wirklich alle dem verfahren, aber... Nee, es ist also schon nach wie vor immer noch was Besonderes. Wir haben also hier die Seitz S4-Fenster, die haben also hier diesen Rahmen und stabilisieren durch den Rahmen eben die Karosseriestruktur. Wir haben einen Vorteil durch die S4-Fenster, dass wir den bestmöglichen Isolierwert haben. Wir haben auch eine Doppelverglasung bei den Fahrzeugen. Und wir haben auch die Premium-Aufsteller, die eben ohne Rastfunktion stufenlos sind. Das heißt, die können Sie praktisch individuell in nahezu jeder Position trapieren, ohne dass Sie wieder nach oben drücken müssen, um zu entriegeln. Diejenigen, die jetzt schon so ein bisschen Camping-Erfahrung haben, die kennen die Dinger noch. Im Einstiegspreissegment ist das eben alles ein bisschen einfacher gehalten. Und hier haben wir eben bei unserer Kajacht dann die Premium-Ausführung. Ne? Ja, geht es noch weiter und zwar haben wir jetzt hier noch einen weiteren Sichtbereich zu unserem Doppelboden. Ich mache nochmal auf hier. Moment, so. Klappe auf. Und dann schauen wir hier auch nochmal runter und ich glaube, ich gehe jetzt nochmal auf die andere Seite. Ist das wirklich der doppelte Boden? Hier ist so jetzt, doppelt? So doppelt ist der doppelte Boden, der doppelte Doppelboden sozusagen, weil nicht nur doppelt, dass einer unten ist sondern und einer oben, sondern auch noch unten isoliert und oben eben auch. Und dadurch haben sie eben beste Wintereigenschaften. Und Winter ist ja hier auch sozusagen schon wieder das Stichwort, weil hier bietet sich natürlich an, diese unendlichen Breiten des Fahrzeugs auszunutzen und hier zum Beispiel Skier oder lange Utensilien unterzubringen. In der Tat, ne? Ja. Genau. Ich mache drüben mal auf, damit man sich das auch besser vorstellen kann. Ja, ist ja eben, wir haben ja die Matratze gemessen. Innen, genau. Hinten, 2 Meter. Ah ja, über 2 Meter. Ja. Das wird ähnlich sein. Ja. Ja. Ich seh sie, Herr Schneider. Ja, ist natürlich auch beleuchtet. Können wir mal aufs Knöpfchen drücken? Haben wir auch hier. Ja, Moment. Filmen Sie ruhig mal drauf. So, sit. Genau, einmal ausmachen nochmal. Lampe aus, Lampe an. Genau, ist auch Serie auf jeder Seite, also egal von wo Sie drauf zugreifen. Und Sie sehen also auch die Breite hier. Da kriegt man wirklich viel, viel unter. Und ja, erkennbar für jeden die solide Konstruktion dieser Stahlträgersysteme. Und da haben sie also wirklich eine sehr gute Qualität. Cool. Kommen Sie vorne rum, Herr Schneider. Ei, Moment. Yo, Baby, yo. So, dann haben wir jetzt im Prinzip hier noch einen Bereich, den wir nochmal besonders erwähnen möchten, nämlich... Auf der anderen Seite ist ja hier die Türe zum Einsteigen ins Fahrerhaus. Und hier haben wir dann noch einen weiteren Stauraum für kleine Utensilien. Hier können Sie zum Beispiel, weil ja hier direkt auch die Eingangstüre ist, hier zum Beispiel auch mal prima ein paar Schuhe abstellen, die vielleicht nicht ganz so sauber sind. Dafür ist das hier nämlich extra mit dieser Kunststoffgeschichte gemacht, damit wir da ganz pflegeleicht mal eben durchwischen können. Oder andere Dinge. Gedöns. Ja, wir sind ja aus dem Rheinland. Ne? Unser Laden ist ja in Schwelm, das ist ja angrenzend an Wuppertal und Wuppertal ist ja angrenzend an Düsseldorf und dann ist ja auch da schon der Rhein. Also man kann im Grunde genommen sagen, sind wir Rheinländer. Ne? Und deswegen Gedöns. Gedöns. So, machen wir das mal wieder zu hier. Und ich glaube, dann sind wir draußen im Grunde genommen fast durch, ne? Oder? Eigentlich sind wir durch, ja. Würde ich sagen. So, dann... Leichtmetallfelgen sind selbstverständlich, glaube ich. Ja, die sind selbstverständlich. Na, auch die Eingangsbeleuchtung hier. Also diese hier. Jetzt, ja, sind schön. Genau. Wir haben hier auch hier übrigens ein Fiat-Modell. Ja, die Kajacht ist ja auf
Basis von Fiat ist ja ein italienischer Hersteller, Mobiletta. Und da ist natürlich, sag ich mal, ist das so eine Frage der Ehre. Na, also wenn die, das ist tatsächlich so. Ne? Wenn, wenn wir dann bei diesen Händlertagungen sind und die Jungs von Mobiletta, die fangen an, über ihre Marke zu sprechen, ich weiß nicht, ob die das absichtlich machen oder so, dann legen die immer die Hand aufs Herz. Die, ehrlich. Ja, und deswegen denke ich auch Fiat. Ne? Italien eben. Gestern haben wir ja Fußball geguckt. Ja. War eine Feier, ein Fest. Ja. Also jetzt, Entschuldigung. Also für uns, für mich, ich fand das sehr schön, das Spiel. Ja. Weil Fußball ist mir auch real, ja, Arbeitgeber hin und her und wo wir da waren, das ist mir dann egal. Ja, aber war jetzt mal schön. Extra breite Eingangstüre, das ist auch wichtig, weil das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Wir haben also jetzt hier, da nehme ich nochmal unser Maßband um Messe. Wir haben also 60 cm ist die Eingangstüre und das ist also schon richtig super. Wenn man auch, ich sag mal, die Bewegungsfreiheit haben möchte, ist das ideal. Türe mit Fenster und natürlich Verdunklung ist genauso serienmäßig wie hier so eine integrierte Abfallmöglichkeit, ein kleiner Mülleimer. Und natürlich auch, damit die Belüftung und trotzdem der Schutz da ist, die Insektenschutztüre ist auch serienmäßig. Also im Grunde genommen reden wir jetzt hier bei dem Fahrzeug, wenn wir uns die Ausstattungsmerkmale anschauen, über fast alles in der Serie. Das, was wir separat gleich erwähnen, ist dann im Grunde genommen als Option zu betrachten. Im Konfigurator auf unserer Website werden Sie dann noch detaillierter darauf hingewiesen. Ich versuche nichts zu vergessen. Ja, wir gehen mal rein und dann merken Sie jetzt schon im ersten Moment den Nautic-Stil und das spezielle Luxus-Yacht-Design, welches eben in der Kombination mit weißen Oberflächen und Edelhölzern besonders in Szene gesetzt wird. Schöne Chrombeschläge und natürlich Soft-Close, wie sich das ja auch für ein Luxusfahrzeug gehört. Besonderes Merkmal jetzt hier bei diesem Grundriss ist also auch die Sitzgruppe. Wir haben hier also eine Face-to-Face-Lounge und können also hier besonders bequem also auch mit 4 bis 6 Personen sitzen. Der Tisch hier in Teakholz rundet die ganze Sache hier in dem Bereich sehr schön ab. Und ich muss Ihnen sagen, Herr Schneider, ich finde das richtig toll hier. Also spontane Begeisterung, als das Fahrzeug bei uns angeliefert wurde. Ja, ist, da kommst du schon immer in Versuchung, schon fast die Schuhe auszuziehen, wenn du reingehst. Aber ich, die Materialien sind, kann man ja auch sagen, hier, so wie es ist, sehr robust. Ja, auf also, jeden Fall. Man meint immer erstmal hier, boah, Hammer. Traut aber, man sich, einen Schrein zu geben. Ja, 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 ist wirklich schick. Gibt es kein Vertun. Ja, hier aber, geht ja auch so ein Stück weit um Wohnkultur. Ja, ne? Ja, das ja. Ist ja einfach so. Ne? Das erkennt man auch hier. Ja. Da wird, das lässt sich nicht leugnen, in keinster Beziehung. Hier ist wirklich Design. Ja. Ja, groß geschrieben. Genau, also das Kleinigkeiten und auch wirkliche Details. Also wenn wir hier das Lichtkonzept uns anschauen, ja. Sehr viele indirekte Beleuchtungselemente, die eben alles nochmal besonders in Szene setzen. Und ja, tolle Polsterungen, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Da sitzt man wirklich gut drin. Ich, komm, ich übernehme mal, dann können Sie sich mal ran. Einmal lümmeln? Ja, genau. Ja. So, da ist der Herr Schneider, da setze ich mal. Herr Schneider. Gucken Sie mal, ja, hört ja auf. Genau. Beim Sitzen, also jetzt Lümmelstellung, so wird nicht gegessen natürlich. Beim Essen sitzt man gerade, sagt der Mutter. Ja. Also, so, wunderbar. Mhm. Beinauflage, wirklich schön. Meinst du Schenkelauflage, Oberschenkel? Ja, ne? Ja, man sitzt ja, gut. Ja, wirklich so. Auch und die Ergonomie des Rückenpolsters, ne? Ja, ja. Nein, 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 auch hier, guck mal hier. Das ist mal eine kleine Armlehne, ja. Ne? Genau. Also hier würde ich auch sehen, hier kannst du auch mal, man hat ja auch wirklich manchmal schlechtes Wetter. Mhm. So, und da musst du auch irgendwo mal vorbereitet sein. Hier kannst du verweilen, würde ich sagen. Ja. Da muss ich wirklich sagen, meine Abteilung. Ja, sehr schön. Ich glaube, ich hätte auch schon meinen Platz. Ja, man kann auch eins. Das war nämlich jetzt kürzlich, war eine Kundin da und sagte, Mensch, du würdest so gerne mal die Füße hochlegen. Und da habe ich gesagt, dann setzen Sie sich doch mal im Beifahrersitz. Können Sie vielleicht mal machen, Herr Schneider. So,
Und dann bräuchte man die Sohle aus. Dann jetzt lass mal die Schuhe an oder auch nicht. Aber da kann man also wunderbar auch mal die Füße hochlegen. Am Lehnen runter, die können wir auch noch individualisieren und dann ist das wirklich hier eine schöne, angenehme Sache. Das Glas ist schön, ne? Das hier wirklich. Panorama. Hast du ja wirklich, ne? Panorama. Ja. Ja, auch wenn man dann jetzt, sag ich mal, Glück hat und einen schönen Stellplatz direkt am Wasser findet oder so. Oder ich hatte ja eben gesagt, wir sind ja Rheinländer, da kann man auch schön am Rhein stehen und so ein bisschen die Schiffe beobachten. Da ist so Bewegung. Das machen sie auch gerne, ne? Ja, ja. Ich auch, aber. Ja, das ist so ein bisschen. Schiffe gucken ist so ein bisschen wie Kaminfeuer. Wo fährst du hin? Oh, wir machen ja ein schönes Wochenende. Wir gehen Schiffe gucken. Ja, manche fahren ja auch zum Flughafen, die gucken Flugzeuge, aber das kann ich nicht so nachvollziehen. Ja, hier oben Oberschränkel kommen wir nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen. Da haben wir also rundherum hier direkt auf der Beifahrerseite im Grunde genommen einen Oberschrank und wenn Sie das Paket mit dem Fernsehen bestellen, ist dann hier auch der WLAN-Router drin. Wir haben ja die Möglichkeit, hier verschiedene Audio-Pakete und Entertainment-Pakete zu wählen. Hier ist jetzt ein Router drin, da müssten Sie also im Grunde genommen dann nur einen entsprechenden eine SIM-Karte einstecken. Da gibt es speziell für den Reisemobilbereich was da angeboten wird. Der Herr Schneider und ich können Ihnen da einen guten Tipp geben. So über den Daumen kann ich Ihnen sagen, kostet das nur bei der Nutzung des Systems. Also Sie machen keinen großartigen, dauerhaften Vertrag pro Monat, sondern nur für die Nutzung. Kostet 1 Euro am Tag, sind Sie 10 Tage unterwegs, haben Sie 10 Euro. Und Sie können so viel kicken, wie ich will. Ja, ist ja unbegrenztes Datenvolumen in Deutschland und ich glaube im Ausland 1 Gigabyte pro Tag. Ja, Fernsehen können wir uns auch mal anschauen. Haben wir denn hier? Da gibt es dann im Paket dieses tolle TV-System. Und welches eben auch hier dann noch schwenkbar ist. Man kann also dann eine individuelle Position wählen. Und gibt natürlich noch eine Fernbedienung dabei, damit das Ganze eben auch vom Sitzplatz aus... Ich hätte einen neuen Platz. Ich revidiere eben. Ich habe gesagt, ich hätte schon meinen Platz. Ich habe jetzt. Jetzt da, ne? Ja. Da, wo sie jetzt sitzen. Ja. Genau. Weil der so riesig ist, kann man den dann so wegschwenken hier und dann auch wieder hier positionieren. Auch hier sehr schön die oberen Stauräume, die wir dann hier haben. Wunderbar, die sind auch zweigeteilt, was also auch ganz besonders wichtig ist. Wir haben hier noch so einen kleinen Kantenschutz. Sie sehen das, damit also auch die obere Etage geschützt ist und nichts rausfällt aus den Oberschränken. Auch mit den Premium-Schließern natürlich. Und dann eben hier den entsprechenden Küchenbereich. Da haben wir hier noch eine wunderbare Erweiterung, einen Auszug. Und hier dann unsere Designküche. Die Ablage wäre dann, die Ablagemöglichkeit wäre auch hier. So. Und oder auch die kleinere, da können Sie sich dann entscheiden. Und dann haben Sie dann hier ein tolles Waschbecken. Und ich meine, man sieht jetzt schon wieder, dass wir jetzt hier sehr viele Stilelemente eben von Luxusjachten auch untergebracht. Sehr schön, auch hier dann mit Abtropfmöglichkeit. Man besteht also auch die Möglichkeit, das so rum hinzulegen oder natürlich auch andersrum. Auch möglich. Dann nehmen wir wieder hier raus und legen das hier wieder rein. Ja, für die Zebra-Rolle ist natürlich auch gesorgt und hier können Sie ein Handtuch oder einen Waschlappen zum Trocknen drauf drüber hängen. Hier haben wir dann unseren Apothekerauszug. Den haben wir also hier, wo also auch genügend Stauraum ist, um sich bestmöglich zu organisieren. Machen jetzt auch noch mal hier einmal, das hätten wir eben fast vergessen, die Schublade hier auf. Das ist hier der Apothekerauszug und der hat nämlich noch die Funktion mit diesem schönen Schneidbrett hier. Das kann man nämlich hier rausnehmen. Und dieses Schneidbrett haben Sie die Möglichkeit einmal hier über dem Herd noch zu positionieren. Das ist also wirklich sehr angenehm. Oder auch, das hatten wir uns eben schon angeschaut, hier mit dem Auszug, hier auf den Auszug zu legen und dann hier eben noch die Erweiterung zu nutzen. Auch wieder im Teakholz.
optisch finde ich wirklich ein absolutes Highlight. Und hier unten in dem Schrank sind auch noch, ist auch noch die Möglichkeit, gucken Sie sich das mal an hier, diesen schönen Gewürzkorb oder was auch immer da drin unterbringen, hier ganz easy rauszuziehen, ohne dass Sie sich hier großartig verbiegen müssen. Also ich finde eine ganz tolle Sache hier, was wir jetzt hier mit unserem tollen Multifunktionsküchenblock haben. Und ja, wollte ich noch mal ergänzend sagen. Klar. Auch Softclose natürlich. Hier dann Besteck. Geht auch ziemlich weit raus alles, ne? Ja. Guck mal hier. Da. Toll. Haben wir eine italienische Sache noch. Das haben die vom Werk uns hier als kleines Andenken hinterlegt. So. Und hier ist dann noch die Elektronikzentrale, wo dann die 230 Volt Sicherungen sind, wo wir da die Gasabstellmöglichkeit für den Backofen haben, der als Option zu sehen Backofen? Ist. Backofen haben wir auch, gucken wir uns gleich an. Dann haben wir Kühlschrank und Herd und Heizung. So, und wenn wir gerade hier so am Boden sind, können wir auch vielleicht mal hier unsere... Das ich aber mal eben kurz, so. Unsere Stauraumklappe öffnen. Guck noch. Und der ist der doppelte Boden, da siehst du mal. Genau, der ist der doppelte Boden, der hier natürlich auch wieder komplett, also auch nicht, da reinfällt. Komplett genutzt werden kann. Und wenn wir da mal rüber filmen, da sind wir dann schon wieder in dem Bereich, der leuchtet. Der, genau, Licht am Horizont. Ja, genau, das ist das Licht, was Sie eben angemacht haben, ja. Für den Stauraum für den Skion. Ja, also mal kurz gucken, Fingerchen weg. Ich, ne? Mal hier. Ja, da, also ist die Luke. Genau. Also das ist also sozusagen auch eine Zugänglichkeit, die jetzt hier möglich ist. Und hier kann man natürlich auch Schuhe, Weinflaschen, alles Mögliche unterbringen. Ne? Na, noch weit. Hier ist die nächste Möglichkeit, was unterzubringen. Auch wieder ein weiterer Stauraum, der zur Verfügung steht. Ne? Also man kann ja nie genug Platz haben. Und wenn Sie Ihre Campingsaison beendet haben und sagen, so, jetzt wollen Sie noch mal den Wassertank ein bisschen sauber machen, den haben wir eben von der Garage aus gesehen, haben wir hier auch wieder die Möglichkeit, was sauber zu machen. Die Serviceklappe. Die Serviceklappe, genau. So, dann packe ich das mal wieder hier drauf. Und dann schauen wir uns jetzt, würde ich sagen, mal kurz den vorderen Bereich vom Fahrzeug an. Wie mal gerade hier hin. Wir haben also, ja, wir hatten eben gesagt, dass die Italiener ja bei der Präsentation des Fahrzeugs immer die Hand aufs Herz legen. Ne? Und die sind natürlich jetzt auch besonders stolz, weil wir jetzt hier in dem Fall den neuesten Fiat Ducato haben, die Ausbaustufe 8 mit neuesten Entertainment-System. Wir haben also jetzt hier zum Beispiel ein 10 Zoll Display für Multimedia, Klimaautomatik, das 9-Gang ZF Automatikgetriebe, welches ja, kann man schon sagen, der beste Automatikgetriebe im gesamten Segment ist. Und dieses Fahrzeug hat jetzt sogar noch den digitalen Tacho. Ich habe den Schlüssel in der Tasche. Ich mache, nee, habe ich doch nicht. Sonst hätte ich gesagt, mach ich mal eben an. Können Sie sich aber auch bei uns im Showroom natürlich gerne anschauen. Radiobedienung vom Lenkrad. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Fahrzeug mit neuem 2,2 Liter Motor, der besonders geräuscharm, verbrauchsoptimiert ist und wirklich perfekt auch jetzt eher in die neue Zeit passt, um möglichst emissionsarm und komfortabel eben reisen zu können. Ja, also ich denke mal, das ist wirklich sehr, sehr ansprechend, ne? Ja. Ja, passt zum Design des Fahrzeugs. Ja, ist auch, wurde auch mal Zeit jetzt, das ist ja auch... Hat man mal auch die Neuigkeiten jetzt hier mit dem großen Display, das hat man ja früher dazu kaufen müssen. Ne? Ja, ja. Separat. Jetzt haben wir das mal Serie, das ist schon schön. Ja, also nicht Serie, Entschuldigung, aber vom Hersteller, dass man vom das Werk vom Hersteller direkt kriegt. Aus ja. Bestellbar. Ne? Da braucht man jetzt nicht irgendwas aus dem Zubehör kaufen, was dann doch nicht richtig funktioniert, sondern da hat man dann alles wirklich sehr schön. Ja, 10 Zoll ist auch, das ist mal eine Aussage. Ja, das ist wie so ein Tablet, ne? Ja. Wie so ein iPad oder so, ne? Ja. Würde ich sagen, ja. Ja, ansonsten haben wir natürlich auch hier eine Fahrerhausverdunklung für die Seitenscheibe oder auch hier für die Windschutzscheibe. Also das ist schon
Dann eine richtige Jalousie, die wir jetzt hier haben. Ne? Das ist schon toll. Und wenn Sie jetzt sagen, Menschenskinder, jetzt ist es doch sehr dunkel, ne, dann haben Sie auch die Möglichkeit, hier dann zum Beispiel, Moment, muss ich mal eben gucken, wieder das so zu machen. Ne? So, dass er also auch... Du kannst auch nackig rumlaufen, lässt nur das Köpfchen rausgucken, da ja, kann nichts passieren. Ne? Da kann man auch, genau. Ja. Man kann natürlich auch die Jalousie dabei rumlassen. Geht auch. Ja. Ne, aber Sie sehen jetzt hier, hoppsala, alle Möglichkeiten. Ja. Bietet dieses Fahrzeug, man kann auch auf halber Höhe stehen lassen, sehr schön. Hier im oberen Bereich sind noch tolle Ablagemöglichkeiten, die wir haben. Mit indirekter Beleuchtung. Auch wieder mit indirekter Beleuchtung, da kann man dann auch mal Utensilien ablegen, die man vielleicht während der Fahrt mal braucht. Ja, genau, da haben wir, ich sehe gerade, da ist unser Warndreieckverbandkasten Warnbest. Ja, ja, das ist auch mit dabei, das ist ja immer dabei, wenn man es, genau. So, sollen wir uns mal das Bett anschauen? Wir fahren runter, ne? Ja, dann würde ich sagen... Ich gehe mal hier aus der aktiven Zone raus. So, um jetzt das Bett, wirklich dieses Fahrerhaus-Bett sozusagen nutzen zu können, müssen wir erstmal den Sitz ein bisschen zurück machen und die Rückenlehne nach vorne beugen. Dann machen wir hier auf der Seite auch. So, und dann können wir oben entriegeln, zack, so, und dann können wir das ganz einfach runterschwenken, so, und dann haben wir also ein ganz tolles Bett hier zusätzlich, das wäre dann eben die Lösung für die Enkelkinder, wenn sie die gerne mal mitnehmen möchten. Hier besteht dann auch die Möglichkeit, noch sozusagen so einen Schutz zu montieren, damit die Enkelchen Ausfallschutz, auch sicher sind. Da ist das ganz easy. Da können Sie das dann hier so verriegeln. Auf der Seite auch hier. Boah, da hätte ich schon als Enkelkind hätte ich schon einen Riesenspaß, wenn ich jetzt sehe, wenn ich da liegen würde. Mensch, guck mal hier, da, was die Kinder dann rauskicken können. Ja. Boah. Und dann kann man das dann... Oma, Oma, ich sehe die Sterne. Genau. Ne, sehr schön gemacht. Und super. Hier, das kann man dann noch hier einhängen. Sozusagen. Aber ja, kann aber jeder schlafen, ne? Ja, man muss dann natürlich nicht unbedingt ein Netz davor machen. Nee. So, Moment. So, einmal hier und auf der Seite dann auch. Brauche ich jetzt nicht zu machen. Da sehen Sie, das ist optimaler, gesichert. Super. Optimaler Enkelschutz jetzt hier. Ne? Und wir haben auch eine sehr große Größe. Jetzt hänge ich doch mal eben ein und messe mal eben. An alles gedacht. Guck mal, ich habe das Hemd aus der Hose. Aus der Butz. So, man könnte natürlich auch hingehen und mit zwei Erwachsenen zusätzlich reisen. Ne? Die Möglichkeit besteht auch, weil das ja hier doch schon, kann man sagen, Doppelbettcharakter hat. Ich gebe Ihnen ehrliche Zahlen wieder. Ehrliche Zahlen, 1,45 Meter. 1,45 Meter. Mhm. Und das sind ja dann, würde ich sagen, mindestens 1,90 Meter. Ja. 1,45 Meter mal 1,90 Meter, reines Matratzenmaß. Ja, super. Wobei man auch sagen kann, dass wir dann nach vorne und hinten noch ein bisschen Luft haben. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel doch ein bisschen größer sind, danke, wenn Sie dann doch ein bisschen größer sind, dann ist das auch kein Problem. Dann kommen Sie auch mit den Füßen da noch zurecht. Dann ist auch mal, ich habe auch das Problem, der Stoff. Die sparen mittlerweile auch bei den Hemden. Die sparen am Stoff. Ist mein unterer Bereich jetzt drauf oder nicht? Nee. Nee, dann stecke ich mir das Hemd mal eben in die Hose. Ja. Die sparen dann mittlerweile an Stoff. Ich verstehe das auch nicht. Immer, ich brauche nur in den Himmel zu zeigen. Da habe ich das Hemd schon wieder aus der Butz. Ich glaube, das liegt daran, dass wir zwei einen langen Oberkörper haben. Oder? Ja, genau, langen Oberkörper. Ne? Ich habe nämlich, da merke ich immer daran, wenn ich mir die Schuhe zubinden will, dass mir das echt schwerfällt. Du musst gar nicht bücken, meine oder? Frau sagt, hör mal, das liegt am Gewicht. Ich sage, das liegt an dem langen Oberkörper, Scheiß. Ja. Ich bin wieder in Form. So. Hemd ist wieder in der Hose. Alles ist wieder perfekt. So, ich mache das mal eben hier wieder raus. Okay. Einmal so, 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 so. Jetzt habe ich ja... Genau. Hier ist übrigens auch noch eine alternative Möglichkeit. Die liegt jetzt hier drunter. Wenn Sie nicht über die Polster ins Bett steigen möchten, können Sie auch über eine Leiter ins Bett steigen. Die haben wir dann hier. Ne?
Das besteht, die Möglichkeit besteht eben auch. So, machen wir dann mal wieder so. Und dann Bett wieder hoch. Einfach nach oben schwenken. Zack. Sie sehen, das geht fast von alleine hier. Und kurz sichern. Zack. Und dann ist alles wieder für die Reise bestens vorbereitet. Ja, hier in dem vorderen Bereich sind dann auch noch so ein paar clevere Ablagen. Hier zum Beispiel. Auch schön tief. Da könnten Sie eben auch zum Beispiel gut Getränke für die Reise unterbringen. Und ich weiß nicht, ob der Herr Schneider das gerade drauf kriegt. Hier unten ist auch noch ein Stauraum. Moment, ich kriege alles drauf. Den haben wir hier. Ich drehe mal eben mal so. Na? Jetzt haben Sie den Druckgang drauf. Okay. Ja, wunderbar. Der Tisch, den können Sie also, das hatten wir jetzt gerade schon mal so ein bisschen gezeigt, den können Sie auch auf die Hälfte zusammenklappen. Das haben wir jetzt hier. Und wenn Sie ihn vollumfänglich nutzen wollen, dann drehen Sie ihn einfach und klappen ihn auseinander. Und dann ganz individuell verschiebbar in jede beliebige Position. Also optimal. Ja. Was haben wir hier vorne irgendwann vergessen, Herr Schneider? Nee, also ja, was heißt hier vergessen? Wir weisen ja auf alles hin. Hier gibt es so viele, da muss man einfach mal selbst erleben. Wie gesagt, Sie sind herzlichst willkommen. Prinzipiell, nö, würde ich sagen, wir haben noch zwei Highlights. Wir haben noch das Badezimmer und wir haben noch einen Schlafraum. Genau. Und Schlafraum und Badezimmer ist... ist auch noch mal was ganz Besonderes. Ja. Bevor wir ganz vergessen... Darf ich mal eben einmal hoch? Ich schwenke mal eben einmal hoch. Ja. Wir haben eine Dachluke. Wir haben einen Ventilator. Und wir haben noch eine Dachluke. Und last but not least, bevor wir vergessen, haben wir noch eine Dachluke. Also im Prinzip Licht ohne Ende. Ja, drehe ich mal eben einmal und vor allem auch Belüftung. Ja. Also das ist natürlich besonders interessant, egal wo Sie dann mit Ihrem neuen Mobilwetter, mit Ihrem voll integrierten, mit der Kajacht Techno Line unterwegs sind, können Sie eben wunderbar immer schön lüften, Frischluft genießen und durch die Ventilation, das ist also gerade... Abzugshaube, ne? Genau, gerade auch hier in dem Küchenbereich, das ist ja jetzt auch hier, können wir uns nochmal anschauen, den Küchenbereich mit drei Kochstellen und auch hier von dem Edelhersteller von Kann, ist also auch wieder designmäßig wirklich... Kann, genau. Sehr schön gemacht, ne? Auch hier diese Absteppung, ne, wenn man sich das hier so anschaut. Ne, so die Detailverarbeitungen, ne, die sind einfach fantastisch. Ne. Das ist eben was ganz Besonderes hier beim Mobilwetter. Und das ist wirklich nicht 0815, sondern das ist ein Highlight. Guck mal hier. Ja, ach Herr Schneider, Sie hatten eben den Backofen angesprochen. Ne? Ja, der Backofen ist eine Option. Und das ist auch eine sehr beliebte Option. Weil hier haben Sie natürlich die Möglichkeit, mal eben ein paar Brötchen aufzubacken oder auch mal einen Auflauf reinzuschieben oder vielleicht, wenn es schnell gehen muss, auch mal eine Pizza. Wenn Sie nicht gerade in Italien sind, da gehört es sich natürlich nicht, eine Aufbackpizza zu nehmen. Aber ansonsten ist so ein Backofen natürlich eine ganz, ganz prima Sache. Unter dem Backofen haben wir dann das Bedienelement hier für die Heizung und die Steuerelektronik. Und hier ein schönes großes Gefrierfach und unter dem Gefrierfach natürlich noch einen tollen riesigen Kühlschrank. Und wir haben also hier einen Absorberkühlschrank in dem Fall, der eben also entweder über Gas, über 12 Volt oder über 230 Volt funktioniert. Das hängt eben davon ab, in welcher Fahrsituation Sie sind und welche Einstellung Sie gewählt haben. Ja. Dann gehe ich mal durch ins Schlafzimmer und da kommen wir jetzt im Grunde genommen zu dem Punkt, wo man sagen kann, alles klar, hier im Schlafzimmerbereich, da gibt es eben die Unterschiede im Grundriss, die dann besonders erkennbar sind. Wir haben jetzt hier die Variante mit den Einzelbetten. Man kann ganz bequem zur Mitte hin aussteigen. Es besteht auch die Möglichkeit, das Bett noch zu erweitern, das schauen wir uns gleich noch an. Und dann eben noch zusätzlich eben die Möglichkeit, auch dadurch, dass man jetzt hier gut stehen kann,
können Sie natürlich auch besonders bequem hier die Oberschränke erreichen, die dazu einladen, eben die Kleidung unterzubringen. Ne? Also ich denke mal, wenn man das jetzt gerecht aufteilt, dann hätte jeder eben hinten als Querschrank zwei Stauraummöglichkeiten und dann noch rechts und links jeweils hier einen Stauraum auf der in Fahrtrichtung gesehen rechten Seite. Und auf der in Fahrtrichtung gesehenen linken Seite haben sie einen weiteren Stauraum. Und ich übernehme jetzt nochmal die Kamera. Da haben wir dann hier an der Stelle auch dann nochmal eine Möglichkeit, wenn Sie das möchten, weitere Geräte anzuschließen, 12 Volt Steckdose und auch nochmal einen Antennenausgang. Gibt ja auch schon mal die Situation, dass Sie vielleicht einfach mal ein anderes Programm schauen möchten, dann müssen wir uns natürlich Bescheid geben, damit wir dann ein zweites Fernsehen dann montieren. Ihr könnt ja sogar hinten Musik hören. Genau, wir haben eben Lautsprecher. Auch selten, ne? Oder? Ja, es gibt Fahrzeuge, die haben das und das ist aber jetzt hier mit im Ausstattungspaket. Ne? Alles schön hier mit LED eben, die ganze Beleuchtung. Und wir haben eben auch Leselampen noch mit Schwanenhals, die sie ganz individuell dann justieren können. Und es ist auch so, dass die auch dann noch die Möglichkeit haben, zusätzlich einen USB-Stecker aufzunehmen, wenn sie dann zum Beispiel ihr Handy oder iPad oder alles Mögliche laden wollen. So, der Herr Schneider ist bei den Schränken. Ich habe gerade so schön die Kamera, Herr Schneider. Ich nehme mal jetzt hier gerade hier oben die beiden Kissen weg. Die sind ja dafür da, um die Liegefläche zu vergrößern. Schauen wir uns gleich noch mal eben an. So, Kissen sind weg und dann schauen wir uns mal die Schränke an. Ja, genau. Ich war gerade schon überlegen, ob wir die schon von draußen eben gesehen haben, aber das geht gar nicht. Nee. Also haben wir den doppelten. Ja, am besten machen wir mal eben hier oben so die Matratze hoch. Ja. Dann können wir das nämlich von oben. Genau. Einfach so und dann hier zack. Das ist also hier so Dämpfer unterstützt, braucht man gar nicht festhalten. Brauchen wir, genau. Und ja, dann können wir mal schauen. Also der Schneider hat ja jetzt gerade hier schon aufgemacht. Ja. Ja, hat doch reingemacht. Und hier ist dann noch eine Kleiderstange. Ach, guck mal hier. Ne? Da können Sie also dann nochmal Klamotten aufhängen. Und noch eine Leiter. Ja, genau. Und wir haben jetzt hier noch einen Stauraum, der zugänglich ist. Der ist da. Hoppsala. Und ergänzend dann noch ein Schränkchen. Guck mal hier. Also Platz bis zum Abwinken. Ja. Ne, der ist also einmal von innen und auch dann von außen zugänglich. Sagen wir nicht auf der rechten Seite nochmal. Auf der rechten Seite sieht es ein bisschen anders aus. Geh mal rüber. Dann nehmen wir uns wieder hier die Kissen weg. Moment, ich glaube, die Kameraführung von dem Herrn Schneider ist besser. So, ich merke das schon. So, wo ist er denn jetzt? Ich habe ihn ganz verloren aus dem Bild. Herr Schneider, wo sind Sie? Irgendwas stimmt nicht. Ne? Warte mal. Ach, ich glaube, du bist zu nah dran gegangen, ne? Ich habe eigentlich gar nicht gesummt. So, jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder da. Na Gott sei Dank. Ist ja alles live sozusagen. Ja, ja, wir schneiden ja auch kaum was raus. Nein. Eigentlich gar nichts. Nö, nee, und eigentlich ist er auch nett. Ja, mal ein bisschen. Kann ja auch nicht mal alles klappen. Ja, aber hier, nochmal. Und nochmal ein Kleiderschrank. Nochmal eine Kleiderschrank, aber gut, für kleine Kleider. Für kleine Kleider, genau. Unten haben wir einen fest verschraubten Deckel. Dieser da, da ist also die Heizung nochmal drunter. Und hier vorne ist dann der Zugang zu dem Stauraum, der auch von oben ersichtlich ist. Ja, wenn das Bett gemacht ist. Genau. Musst du auch dran kommen. Und dann haben wir hier noch dann die entsprechenden Schubladen, wo sie Unterbekleidung unterbringen können, Socken oder Hammer. Unterhosen oder so weit. Genau, und den anderen nochmal. Super. Ja, schön, oder? Ja, wirklich. Kann man nicht meckern. Nein. So, jetzt nehme ich mal ein Füßchen hoch und dann klappen wir nochmal die Treppe auf. Genau, da haben wir dann auch nochmal einen Stauraum, der schön groß ist. Und ich weiß nicht, die vordere, hat die auch noch eine Funktion, eine Schublade oder sowas? Nee, ne? Nee. Okay, das ist also tatsächlich eine Einstiegserleichterung. Ja, okay, ich übergebe mal wieder dem Mann, der eben eine bessere Kameraführung macht. So, Sie sehen das jetzt hier, wir haben beides hochgeklappt.
Und jetzt schauen wir uns das nochmal an. Wir hatten ja eben kurz erwähnt, dass wir auch das Bett vergrößern können. Da gibt es jetzt im Prinzip zwei Optionen. Einmal die Option, dass Sie einfach hier in dem hinteren mittleren Bereich ein Kissenelement ablegen. Da können Sie sich dann entscheiden, nehmen Sie das große oder das kleine. Wenn Sie jetzt sagen, komm, wir nehmen das große, dann wäre das eben so. Und dann können Sie sich auch mal abends in den Arm nehmen und ein bisschen kuscheln und so weiter. Ne? Dann haben Sie also sozusagen den direkten Zugang zur Partnerin oder zum Partner. Jetzt müssen Sie dann nur darauf achten, weil da ist ja so ein Brett zum Rüberklappen und das liegt auf dem anderen auf. Dadurch haben wir hier einen kleinen Höhenunterschied. Wenn Sie also dauerhaft vorhaben, der Kuschelkissen, um das mal so zu nennen, mitzuführen, dann würde ich Ihnen oder dann würden wir Ihnen empfehlen, einfach unter die vorhandene Matratze rechts und links eine Isomatte in der entsprechenden Stärke einfach drunter zu legen. Dann haben Sie nämlich eine durchgängige Höhe der Matratze. Vielleicht ein Zentimeter, oder? Vielleicht auch zwei. Ich würde sagen 15. Ja. Ne, 1,5 ja. Zentimeter, das könnt ihr ja dann nochmal genau gucken. Wenn das Kissen drauf ist, würde es vielleicht noch niemals stören. Ich weiß es nicht, aber das ist eine gute Idee. Ja, kann man machen. Denn das ist jetzt dieses Brett hier im Grunde genommen, was diese Differenz ausmacht. Und wenn ich das jetzt hier umlege, so, dann kann man natürlich die Elemente komplett einlegen. Und dann haben wir auch keine Differenz, ne? Dann ist alles eben. Dann haben wir eben, also hier praktisch eine ganz riesige Spielwiese. Und da würde auch theoretisch die Möglichkeit bestehen, mal mit drei Leuten gut zu schlafen. Ja. Ne? Das geht auch. Ja. Also das ist im Prinzip die Philosophie der Erweiterung hier. Und ich klappe das mal eben wieder zurück. Und dann schauen wir uns jetzt mal das Badezimmer an. Und dafür machen wir jetzt mal einen Positionstausch, würde ich sagen. Ja. Der Herr Schneider und ich. Noch einmal rum. Super. Können wir einmal ganz durchgehen. Wunderbar. Okay. So. Jetzt haben wir Folgendes. Jetzt haben wir hier ja die Dusche und auf der Seite ist also Waschbecken und Toilette. Und man kann also ganz easy dieses hier verbinden. Ja, also das ist ganz einfach. Ich zeige Ihnen das mal. Sie machen einfach die Türe auf und schließen die nach hier. Die ist jetzt auch zu. Ja, und jetzt haben Sie im Prinzip ein Großraumbadezimmer. Kannst du die auch verriegeln, wenn ich fragen darf? Die kommen auch verriegeln. So. Guck mal. Wenn Sie also da Gäste oder so haben, aber meistens kennt man sich ja schon. Ja. So, und ja, ich nehme mal eben, oder kriegst du da drauf, Christian? Wir haben also jetzt hier, am besten gehst du mal in die Dusche. Ich jongliere hier. Dann haben wir jetzt hier die Toilette. Hier ist jetzt auch, das ist auch sehr angenehm bei dem Fahrzeug, nicht ganz so hoch positioniert wie bei anderen Mitbewerbern. Hier sitzt man wirklich sehr bequem. Und Sie merken schon hier, wir haben also hier unfassbar viel Platz für so ein Reisemobil vom Badezimmer. Dadurch, dass wir jetzt hier mit dieser Verbindungstür uns im Grunde genommen ein Großraumbadezimmer geschaffen haben. Hier haben wir noch ein sehr schönes Design. Waschbecken wieder mit dem schicken Wasserhahn. Hier unten ist der Hygieneschrank. Und selbst da ist für Toilettenpapier, gucken Sie mal, kann man schöner Toilettenpapier positionieren. Schöner kann man auch Toilettenpapier gar nicht positionieren. Ne? Genau, hier ist dann auch ein Siphon im Waschbecken. Das ist also auch besonders, das haben auch nicht alle Hersteller. Ja, und das ist natürlich wirklich hier toll gemacht. Ne? Hier in dem Bereich auch noch eine Ablage für Hygieneartikel. Ne? Da gibt es ja immer schon mal was, was man so zwischendurch nur braucht. Und dann haben wir hier oben dann den offiziellen Schrank, der natürlich auch wieder riesig groß ist. Da könnte man dann andere Dinge unterbringen, Rasierzeug und ja, was man eben so hat, Haarspray, Haarwaschmittel. Haarspray. Ja, ich brauche kein Haarspray mehr. Ja, genau. Jo, wenn Sie jetzt irgendwo mal auf einem Campingplatz sind, vielleicht so ein Wellness-Campingplatz, dann können Sie dann hier eben Handtücher oder Bademantel aufhängen. Ist auch sehr schön gemacht. Hier sind auch nochmal eine Stange zum Trocknen von Handtüchern.
Das ist für die für Zahnbürste etc. Ne? Wie im Hotel. Ne? Ja, genau. Ja, aber auch alles immer so gemacht, dass das auch während der Fahrt schön hält. Also da haben die eben ihre Erfahrungswerte aus den Yachten eben wunderbar untergebracht. So, wenn Sie jetzt, wir sind ja, der Herr Schneider ist jetzt im Schlafzimmer. Wenn Sie jetzt Gäste haben und Sie nicht möchten, dass die so ins Schlafzimmer gucken, wenn Sie also auf Toilette gehen, aufs Klöchen gehen, dann kann man das dann auch dann nochmal hier abschotten sozusagen. Cool. Dieser Schiebetür, ne, oder Schottwand, ne, geht das dann auch. So, das kann man hier wieder befestigen. Und dann schauen wir uns nochmal die Dusche an, weil die ist nämlich auch wieder ganz besonders. Wir haben nämlich hier nicht nur eine klassische Dusche, sondern wir haben hier eine kleine Wellness-Oase, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, Vorsicht, genau. Ja. Nämlich hier oben, also ich mache es jetzt nicht an, kommt dann eben sozusagen so ein Wellness-Duscherlebnis aus der Decke. Das ist Regen. Genau. Regendusche. Regendusche. Und das hier wäre dann im Prinzip, um sich körpernah mal so ein bisschen abzuduschen, die zweite Variante. Kalt-Warmwasser ist sowieso klar. Und natürlich dann auch hier mit der Möglichkeit, dann Duschzeug und so weiter schön unterzubringen. Ne? Das ist auch sehr schön, was jetzt auch wichtig ist in dem Zusammenhang. Diese Ablage hier, die ist von unten mit 6 Löchern versehen, sodass, wenn eventuelles Wasser noch drin ist, das auch dann entsprechend ablaufen kann. Für optimalen Ablauf sind dann auch die beiden Abläufe der Dusche noch hier berücksichtigt, so dass, wenn sie also auch mal nicht ganz gerade stehen sollten, dass sie dann trotzdem die Möglichkeit haben, dass das Wasser gut abläuft. Jo. Ja, der Herr Schneider hatte eben schon davon gesprochen, dass sie ja hier diese ganz tolle Panoramadachhaube haben. Ich mache sie mal auf. Das ist also ein Kurbelheki. Und dieses Kurbelheki öffnet sich also durch Drehen und hat die Eigenschaft, dass es gegenüber den Bügelhekis eben einen viel größeren Öffnungswinkel hat. Und wir also auch jetzt die Möglichkeit hätten, ich mache das jetzt nicht, weil ich ein paar Schuhe anhab gerade, sich einfach mal hier unten aufs Bett zu stellen. Mein und Chef, der kontrolliert nämlich immer ganz gerne die Autodächer. Genau. Der guckt immer und will mal kontrollieren. Oder was heißt hier kontrollieren? Man schaut mal nach dem Rechten. Ja, genau. Kann ja sein. Wissen Sie, stehen auf dem Campingplatz. Manche Kunden haben ja auch eine Photovoltaikplatte, ist jetzt hier bei dem Fahrzeug auch mit verbaut, um einfach zu gucken, ist da jetzt Laub drauf oder eine Verschmutzung oder so. Und dann kann man mal eben mit einem Besen oder so das dann freimachen. Theoretisch könnte man sogar auch so aufs Dach gelangen. Ne, muss man aber aufpassen, weil wir legen da immer was drunter, damit da sich keine... Darf man da? Ja, also bedingt. Also eigentlich nur mit einem entsprechenden Schutz, damit sich der Druck verteilt. Also ich würde gar nicht drauf gehen. Am besten ist über eine Leiter dann. Ne? Aber man kann eben mit einem Besen oder so, kann man dann mal eben was sauber machen. Schön. Ja. Also ja, wirklich. Muss ich sagen. Ich übernehme nochmal. Mhm. So. Da ist aber der Herr Schneider. Genau. Ja, also Auto ist ein Traum, finde ich. Ja. Ne? Ja. Wir können nochmal hier einmal so ein bisschen rumfilmen. Ne, nochmal hier den Schlafraum mit den schicken Oberschränken, mit den Schwanenhals-Leselampen, die Edelhölzer, die überall farblich perfekt auch auf die Polsterstoffe abgestimmt sind. Dann jetzt hier unsere Badezimmer-Schottwand, die eben in Kombination mit der Toilettentüre das Badezimmer zur Wellness-Oase machen lässt. Dann den Backofen mit dem Großraumkühlschrank. Unsere schicke Designküche hier, die Ventilation hier, Turbovent oben. Genau, da müssen wir dann noch aufstellen. Einmal so. So. Und merkt man direkt. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt auch schon 26, 27. Ja, gerade hier. Ne? Ja. So, schick der Teakholztisch und ja, eben der besonders komfortable Wohnbereich mit der Face-to-Face-Lounge. Also designmäßig toll, wirklich toll. Besonders von der Funktion sehr schön. Ne? Auch die Haptik stimmt. Ja.
I like it. Ja, also, ich glaube, Herr Schneider, wir sind durch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir möchten uns ganz herzlich bedanken für, Ihr Beiwohnen sozusagen, dass wir Ihnen hier unser tolles Fahrzeug zeigen konnten. Sie erreichen uns telefonisch unter 02336479165. Das ist unsere Hotline hier für Mobilwetter. Sie können uns natürlich auch gerne über unsere Website erreichen, mobilwetter-reisemobile.com. Da finden Sie dann auch den Konfigurator, wo Sie dann sehr, sehr schön sich das Fahrzeug nach Ihren Wünschen konstruieren können. Wir kriegen dann von Ihnen die Info, schicken Ihnen ein Angebot zu und da besteht dann auch die Möglichkeit, einen Termin bei uns zu buchen in unserem Reisemobil Center Showroom hier in Schwelm, Nordstraße 19, wo Sie sich vollkommen wetterunabhängig hier von der tollen Produktqualität von unserem Mobilwetter Design Reisemobilen überzeugen können. Vielen Dank, bis demnächst. Ciao. Tschüss. Ciao. Mobilwetter TV wurde Ihnen präsentiert von Autohaus Büsken.